So, moin moin meine Lieben. Wir sind in Holland. Heute haben wir unser Freundschaftsangeln. Mich hat eingeladen der Marcel, den stelle ich euch gleich noch vor. Der ist irgendwo da hinten, springt da rum. Und gucken wir mal. Wir werden uns hier ein bisschen durchwuscheln. Da ist ein Kanal in Holland. Den zeige ich euch mal einmal so ein bisschen. Natürlich nicht zu viel. So, könnt ihr dann sehen, schöner Kanal. Und falls denn einer erkennen sollte, bitte nicht drunter schreiben, ja? Ansonsten muss ich euch blockieren. Das wisst ihr ja langsam. So, mein Platz. Moment, ich drehe euch mal eben rum. Ah, so. Hier fische ich die Blackthorn auf Method. So, hier ist die Identity. Womit ich damit angel, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt mit Method fisch oder klassisch. Muss ich sehen. Mein Wackeldackel, wie immer am Start. Ich werde hier wohl, denke ich mal, boah, was haben wir hier, 20 Meter rausfischen. Und dann da hinten in der Ecke mal gucken, oder an der Schilfkante mal so auf Schleien gehen. Ja, ich bin gespannt. So, mal gucken, was der Marcel vorhat, der mich eingeladen hat. Ganz netter Junge. Pass auf, mein Bester. Du sagst mir jetzt, was du machst. So, also ich werde... Hi. Hi. ich werde heute mit Stippe angeln. Hab zwar sicherheitshalber noch die Method Feeder und die Matchroute parat jetzt gemacht. Aber eigentlich klassisch mit der Stippe, Nadelspitze, 4,5 Meter, Mahn, Pinkies, Futter. Du nimmst 4,5 Meter Stippe? Ja. Das ist gut für hier. Komme ich super mit zurecht. Okay. Also ich werde nicht auf- oder abstecken, weil wenn hier Kleinfisch am Platz ist, heißt das Attacke, also heißt zügig. Das nochmal im Karpfenbereich hier am Rand, wie heißt das nochmal? Margin. Margin, genau. Was René immer sagt. Genau. Also René, schöne Grüße, du verpasst heute was, oder? Ja, glaube ich auch. Es war eine Menge Dampf hier auf dem Gewässer drauf, aber das kriegen wir. Alles klar. Gut. Fische sind zu erwarten. Welche? Komm, sag was. Rotaugen, Brassen, Schlein, eventuell mal ein Karpfen, glaube ich aber eher weniger. Da ist eigentlich hier der typische... Da warten wir erstmal ab. Wir gucken mal, ob wir einen Karpfen kriegen. Will ich auf dem Stock nicht drauf bekommen. Okay, aber ich auf meinen. Okay, alles klar, ihr Lieben. Ihr wisst Bescheid, dranbleiben. Gleich mal ich Futter und dann sehen wir weiter. So, meine Lieben. Jetzt machen wir eben kurz ein Futter fertig. Marcel ist natürlich schon fertig. Aber ist okay. Da gibt es schon Gas, der Junge. So, ganz Grundbasis nehme ich dieses Feedermix. Mal erstmal einen halben Beutel. Denke ich mal, wird reichen. Hier haben wir eine einigermaßen hohe Strömung. Für so einen Kanal hohe Strömung. Dann nehme ich unser Black Sultan von Zamataro. Ganz hohe Bindekraft. Etwas mehr wie ein halben Beutel. So. Und dann mache ich noch so ein schönes, feines. Habe ich noch ein bisschen. Ein paar Reste nehme ich noch mit rein, weil da nichts Schlimmes ist. Dieses Turbo Roach von Sammy. Da dunkelt die ganze Geschichte auch alles noch ein bisschen ab. Sind schöne Sämereien drin. So. Nachher den Müll ordentlich wegtun. Nichts in die Natur schmeißen. Das ist immer ganz wichtig. Nicht, dass der Zemi nachher hier rumliegt. So, pass auf, Hanf. Tun wir Hanf rein? Ja. Auf jeden Fall, sagt der Marcel. Der Lokalmatador. Machen wir anständig. Anständig Hanf. Ein Drittel Beutel. Mal gucken, was passiert. So. Grundeln, haben wir hier sowas? Sehr gut. Keine Grundeln. Also, Disco-Futter. Wenn wir Grundeln hier drin hätte, dann packe ich das nicht rein, weil das zieht unwahrscheinlich die Grundeln an. Finde ich. Aber das Richtige ist, weiß ich auch nicht. So, machen wir einen kleinen Schluck Wasser dran. Und dann schön ein bisschen verrühren. Okay, so sieht es nachher aus. Dann fangen wir da erstmal langsam mit an. Hast du schon Fisch? Nein. Muschel. Muschel, gut.
Gut, alles klar. Ich baue alles weiter auf. Wir sehen uns. So, Platz habe ich soweit jetzt alles fertig. Ich habe mal da hinten in der Einmündung, da ist etwas weniger Strömung. Ich gucke mal, ob da irgendwie sich ein paar Fische hinzustellen sind, also ob wir da ein paar Fische hinstellen können. Fisch jetzt erstmal klassisch wie am Rhein. Ich gucke mal, dass ich jetzt erstmal so einen 3-Minuten-Rhythmus mir erstmal Futterplatz aufbaue und dann gucke ich mal, was passiert. Futter habe ich jetzt für die Spur da hinten noch relativ trocken gehalten. Kann sein, dass ich nachher noch mal ein bisschen nachfeuchte. Da werde ich sehen, ob ich jetzt Fische am Platz kriege oder nicht. Ich werde jetzt erstmal 5 Körbe setzen. So. Ja, das fühlt sich schon eigentlich ganz gut an. Ich setze jetzt 5 Körbe und dann, ich werde jetzt auch erstmal mit einer Rute angeln, um erstmal überhaupt zu wissen, was Sache ist. Falls nachher gar nichts gehen sollte, kann ich immer noch hingehen. Eine zweite Method-Route. Aber ich denke mal lieber jetzt erstmal ein bisschen konzentrieren. Die ersten 1-2 Stunden. Und dann sehen wir weiter. Also wisst ihr Bescheid. 3-Minuten-Rhythmus. Erstmal gut Futter und Platz kriegen. Nachher mal ein paar Würmer schneiden. Aber erstmal langsam anfangen. Alles klar, meine Lieben. Ist ja Bescheid, dranbleiben. So, jetzt werden wir alles mal langsam scharf machen. Da ich hier Brasse vermute, aber klar, ich bin mir nicht sicher, weil ich kenne das Gewässer hier gar nicht, werde ich erstmal mit einem 14er Haken angeln. Und was haben wir hier, glaube ich, ein 18er Vorfachschnur. Klassische Durchlaufmontage mit einer Verzwirbelung hier unten dran. So, 2 Caster. Und eine Made. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir die Rotaugen am Platz. Jetzt müssen wir gucken, das war richtig, richtig viel Partikel im Korb rein. Und ich muss einen größeren Korb nehmen. Jetzt bin ich auf 70 Gramm. Der steht jetzt. Und jetzt hauen wir richtig volle Pulle Partikel rein. Richtig Würmer, Pellets, alles mit rein. Damit wir hingehen und ein bisschen die Rotaugen satt machen. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen Futter liegen bleibt für die dicken Brassen oder so die Richtung. Dann schauen wir mal. So. Ich werde jetzt mal einen 5-Minuten-Rhythmus fischen. Da ja Fische da sind, gucke ich jetzt erstmal, was alles so passiert. Ui, ui, da haben wir schon. Da haben wir die Dicken. Oh, da ist er. Der zieht ab. Das wird eine dicke Rotauge sein, habe ich so das Gefühl. Was hast du gesagt, da ist Strömung? Scheiße. Junge, da ist keine Strömung. Wolltest du mir jetzt einen, hä? Wolltest du einen alten Mann vom Bein pinkeln, wa? Ja, das geht aber nicht so, Jungs. Oh, das ist schon dicker. Ich denke mal, das ist ein Brassen. Weil ich habe vorhin schon kräftig Würmer mit reingeschnitten. Wenn das ein Rotauge ist, dann ist das ein großes Rotauge. Müssen wir eben gucken, dass ich irgendwie hier. So, schauen wir mal. Brauchen wir denn, ne? So. Ey, was ist das denn? Jo, ab ist er. Weißt du, was das war? Eine dicke Schleie. Ja? Ja. Alles ab. Ah, ja gut. Hä? Ja, alles gut. Ist nicht schlimm. Okay, Leute. Bis zum nächsten. Ah. So, im Moment ist es ein bisschen ruhig geworden. Vorhin ging eigentlich ganz gut. Da haben sie richtig gut gebissen. Rotaugen am Platz. Schöne Schleie, mal wieder verloren. was soll ich machen? Wie sieht es bei dir aus, Marcel? Also ich bin von Top-Shooter auf eine Kilo-Route
Warte, mein Bester. So. Also ich bin von einer Kopfrute auf eine Fiederrute gewechselt, weil ich hier den Köder nicht gescheit präsentieren konnte, nicht passend verzögern konnte. Ja, und jetzt probiere ich hinten vom anderen Ufer. Kante da, ne? Genau. Probiere ich jetzt Rotaugen und so zu bekommen. Okay. Ist halt heute ein bisschen schwerer. Einen Biss hatte ich gehabt, aber sonst noch nichts. Allerdings habe ich auch die falsche Route dafür mit. Ich habe eigentlich eine zu leichte Route dafür mit. Aber das kriegen wir hier heute wohl geregelt. Ja, ein paar Fische werden wir schon fangen. Voilà. Was hast du da vom Futter? Ich fische von Michael Zabatau, das Turbo. Nee, das Turbo nicht. Das Cloud Rotaugen in, okay, ja, in Schwarz. Hab ich auch ein bisschen mit. Hab Pellets hinzugefügt und um ein bisschen schwerer zu bekommen, noch ein bisschen Erde mit reingepackt. Ja, und dann noch zwischendurch mal ein paar Maden mit rein. Ich sehe schon, Kammerkatze hast du da. Na, passt ja alles. Ja. Was ist das Wichtigste, hast du doch alles dabei, Jungs. Bisschen Stinkemittel. Ja, da müssen wir gleich mal von geben. Ja. Ah, guck mal, da ist er. Haben wir noch einen erwischt. Das ist immer bockig. Ich habe meine Route raus. Das ist gut. Guck mal, dass du die Route mal so schön mit drauf nimmst. Oh, der bockt, Alter. Er ist ein Dicker. Der Tinker? Ja, ne, da ist ein Brasen. Mein Gott. Der Buckel ist. Ich glaube, der Kescher ist wieder groß haben wir hier drin, ne? Ja. Richtig schöne, guck dir das an. Guck mal, dass du das mit drauf nimmst. Ja. Ja, dann geh mal links. Muss aufpassen, der ist da vorne an der Kante. Soll ich scheppen oder? Was? Soll ich scheppen oder geht? Junge, das ist ja mal ein Brasen, oder? Gut, dann sehen wir uns gleich an der Matte. Schön, schön Brassen erwischt. Das ist schon schöner, oder? Ja, sehr schön. Wunderbar. Aber heute klasse. Gut. Ja, warte, jetzt machen wir. Ja, irgendwie habe ich so einen kleinen Schlüpferstürmer habe ich ja dran. Gucken. Was haben wir hier? Oh, den brauchen wir nicht keschern. Dann machen wir so 1, 2 und hopp. Da sind sie wieder, die Rotaugen. Oh, schöne Fische. Wunderbar, sieht man die? Oh, ich denke, man sieht die. So, meine Lieben, jetzt haben wir
vielleicht einen etwas größeren dran. Fühlt sich auf jeden Fall größer an. Aber ob es auch so ist, weiß man nicht. So, dann schauen wir mal. Aber fühlt sich ein Rotauge an. Brassen meinst du? Ja, wir gucken mal. Gerade jetzt wieder ruhig, aber gerade war er am Zuckern wie ein Wild. Oder will er eine Schleie? Rotauge ist zu groß. Ja, aber so zu ruhig für eine Schleie, oder nicht? Boah. Pass auf, dass ich gleich nicht bei dir drin hänge da, ne? So, meine Lieben, was soll ich sagen? Haben wir noch eine schöne kleine Brasse erwischt. Mal gucken, ob wir das mal eben ein bisschen zeigen können. Uiuiui. Der Marcel hat mich am wunderschönen Kanal geführt. So, da haben wir es. Ist doch eine schicke Brasse. Toll, dranbleiben. So, mal gucken wir nochmal eben. Marbella ist ein ganz kleiner. Aber der hat so einen Zirkus gemacht. Guck mal hier. Dieser kleine Schlüpferstürmer hier. Da kannst du mal sehen. Finde den Fehler. Ich bin ja auch dein Gast, mein Freund. So, ihr Lieben, hier haben wir nochmal so einen schönen kleinen Schlüpferstürmer. So, meine Lieben, so eine ganz kleine Zwischenbilanz. Top-Gewässer, Fische machen richtig schön mit. Beißrhythmus ist zwischen 3 bis 8 Minuten. Hast du immer wieder Bisse, kommst immer wieder rein. Natürlich hast du auch oftmals die kleinen Rotaugen dabei, die Fische so, die Maden so schön auslutschen. Aber wir haben festgestellt, auch der Marcel und ich, dass hier an diesem Gewässer schon ein längeres Vorfach zum Vorteil ist. Ich habe jetzt hier Meter Vorfach und dann bleiben komischerweise die kleinen Rotaugen hängen. Klassische Durchlaufmontage habe ich hier, selbst gebunden, hier mit dem Zwirl, unser Stopper drauf und fertig. Ich denke mal, das Problem ist, wenn dir hier dein Vorfach zu kurz ist, die Fische kommen, heben den Köder an und die kriegen den nicht mit und können den dann ablutschen. Wenn die mit diesem langen Vorfach den Köder anheben und ablutschen wollen, saugen die sich den komplett rein. Ist meine Theorie. Ich denke mal, so ist es auch. Marcel hat nachher auch einen langen Vorfach drauf gemacht und seitdem bleiben bei ihm auch die Fische hängen. Also ist schon ein kleiner Unterschied. Na, mal gucken, was heute noch alles so passiert. Ich bin gespannt. Alles klar, wisst ihr Bescheid. So, meine Lieben, der Marcel, der packt langsam ein. Hier unten ist er. Wo ist er denn? Warte, hier. Da ist er. Ja, was soll ich sagen? War ein echt schöner Tag heute. Hat Spaß gemacht. So, und wie war es für dich? Ich fand es heute sehr lehrreich. Ich fand es heute sehr lehrreich, weil ich dieses Gewässer mit Strömung gar nicht kenne. Ja. Günni hat mir noch ein paar Tipps und Tricks gezeigt. Also ich glaube, für beide Seiten heute ein super gut, Tag, ne? Gewesen. Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Klasse. Ja. Gut gefangen, ein paar Brassen gefangen. Du hast auch gut gefangen, ein paar Rotaugen. Paar schöne Rotaugen. Ja. Ja, war alles am Start. Fische haben gut mitgemacht. Okay, ich mach jetzt so ein Stündchen. Marcel ist raus. Aber war wirklich gut, muss man ehrlich sagen. Der Junge hat auch richtig was drauf. Der weiß, was er tut. Schönes Angeln, fischschonend, Spaß gemacht. So. Ich mache noch ein kleines Stündchen oder eine halbe Stunde. Vielleicht sehen wir uns noch vor der Matte. Und wenn nicht, dann nicht. Alles klar. So, meine Lieben. Wie soll ich sagen? Wie immer ein schöner Tag. Ich glaube, ich habe Biss. Ein schöner Tag geht langsam zu Ende.
können wir ein bisschen schnacken. Aber heute mal wieder ein ganz anderes Angeln. Heute schön ein aktives Angeln. Schöne Brassen gefangen, schöne Rotaugen gefangen, sogar eine Rotfehler dabei gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf Video drauf hatte, weiß ich nicht. Man kann es ja nicht jeden Fisch irgendwie vor der Kamera halten. Das wisst ihr ja von mir, finde ich auch ein bisschen blöd. Schönen Rhythmus, die Bisse kamen alle zwischen 3 bis 8 Minuten. Habe auch einigermaßen anständig welche rausgekriegt. Auch richtig ein paar schöne Brassen dabei gewesen. Alle waren richtig vollkommener, perfekter Fiederangeltag. Hat richtig Spaß gemacht. War mal wieder ein ganz anderes Angeln. Nicht so wie letztes Mal. Aber bin ich ja überrannt gewesen von den dicken Fischen. Hat auch hier und da einer ein bisschen drüber gemeckert. In dem Fall mit den Graser, mit der Abhackmatte. Ja, okay, die war jetzt ein bisschen klein, das ist richtig. Aber ich war ja nicht auf so große Fische eingestellt. Na, du kannst dich ja nicht auf komplett alles einstellen. Na, wer hätte jetzt gedacht, dass ich da an diesem Kanal einen 25 Kilo Graser fange? Ne? Aber dem Graser geht's gut, da ist ja nichts mehr passiert. Natürlich hätte das auch ein bisschen anders gehen können, aber na gut. Und trotzdem ist alles schon abgelaufen. Die Fische haben anständig überlebt, da ich in Holland war. Und von daher war alles gut, braucht sich keiner Sorgen zu machen. So. Ich fände nett, wenn zum Beispiel jetzt, wenn ich irgendwo als Gastangler bin, so wie diese Sache jetzt hier, Angeln mit Freunden, das ist ja eine neue Rubrik von uns, die ich auch wirklich toll finde. Aber tut mir bitte einen Gefallen, fragt nicht immer nach die Spots und so was. Weil ich bin der Letzte, der jetzt hier diesen Spot freigeben wird. Und die Leute, die den Spot kennen, bitte schreibt das nicht immer unter die Kommentare. Wenn ich jetzt sehe, Kommentar wird sofort gelöscht und derjenige wird sofort blockiert. Naja, also dann, das ist, macht man nicht. Das macht, so was macht man einfach nicht. Wenn ich hier bin, ich versuche immer die Stellen zu schonen, dass hier nicht jeder Ochse meint, hinrennen zu müssen. Ne? Ich fische hier auch einmal. Und vielleicht mit dem René nochmal, vielleicht auch zweimal. Aber dann ist der Spot für mich auch wieder weg. Weil ich persönlich habe so viele Spots, ich muss nicht Spot geiern. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Und deswegen sollen wir auch wirklich gucken, dass die Spots immer bei den Leuten bleiben, die mich einladen. Und dass das nicht verbreitet wird. Das finde ich persönlich schon ganz wichtig. Weil sonst wäre das unter Kollegen nicht nett. Wenn dann hier auf einmal jedes Wochenende 20, 30 Leute am Angeln sind und dicke Brassen oder dicke Graskarpfen oder sowas fangen wollen. Und mich braucht man nicht fragen, ich werde den Spot definitiv nicht preisgeben, weil es ist nicht meiner. Mache ich nicht, tue ich nicht. Und jeder sollte sich seinen eigenen Spot suchen. Das ist doch gerade das. Mache ich ja auch immer. Ich suche mir auch mal meine eigenen Spots. Außer beim Freundschaftsangeln. Das ist was anderes. Ja, okay, genug geschimpft. War ja kein Schimpfen, war nur mal so ein bisschen schnacken. Wenn ihr Bock habt, Freundschaftsangeln mitzumachen, mich einfach anschreiben. Obwohl, mich haben so viele angeschrieben, ich weiß gar nicht. Ich kann gar nicht überall antworten, aber gut. Irgendwann antworte ich mal bei einem und entweder hat der Bock oder hat nicht Bock. An unseren neuen Shop geht's vorwärts. Wir machen jetzt einen ganz neuen Shop. Wird alles ein bisschen professioneller. Hoodies, kommen jetzt bald Hoodies raus. Vom Feinsten. Richtig mit Stickmotive, richtig tolle Motive, richtig tolle Tassen. Ganz viele Sachen kommen dann in dem Shop. Ich habe auch vor, in diesem Shop noch andere Sachen mit reinzubringen, so wie meine Hanfpellets. Falls mal Interesse dran sind, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Interesse dran habt. Dann vielleicht auch mal über diesen Shop, über unseren Shop. Vielleicht auch mal was zu bestellen, wie Hanfpellets oder so die Richtung. Ob sich das lohnt. Man muss natürlich auch kräftig erstmal in die Vorkasse gehen. Das ist einfach so auch. Gerade mit so einem Shop. Das kostet alles Berge Geld. Ach, übrigens haben auch bei mir welche drunter geschrieben, ach, du machst halt ja alles nur wegen Geld. Bescheuert oder was? Ja, gerade bei YouTube, was für Geld? Ja, 100 Euro im Monat oder was irgendwie. Hä?
Also bitte. Muss ich schon wieder schimpfen. Muss schon wieder schimpfen. Jungs, weißt du Bescheid. Also wenn ihr Bock auf einen Job habt, schreibt mal in die Kommentare und dann werden wir es sehen. Ich bin gespannt. Wenn es euch gefallen hat, das Video, kräftig auf Gefällt mir drücken. Und ja, Abo. Support kostet nichts. Und ihr seid immer am Start. Also, meine Freunde. Wir sehen uns nächste Woche. Ich weiß gar nicht. Nächste Woche? Ne, ist der René auch noch nicht dabei? Da ist er noch im Urlaub, glaube ich. Ja, in 14 Tagen ist René auch wieder mit dabei. Und dann gehen wir schon bald auf den Kutter. Dann sind René und ich auf dem Kutter. Oh, da wird auch was werden. Wie auf dem Kutter, ich weiß nicht. Wenn das mal gut geht. Gut, wisst ihr Bescheid, meine Freunde. Fängt jetzt an zu rechnen. Alles klar, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Gebt ein Gefällt mir. Peace geht raus, euer Günni. Ciao.